Hase. Ja. Weißt du, was Rocky 2 ist? Ja, natürlich. Das ist die Fortsetzung von Rocky 1. Falsch. Rocky 2 ist ein Felsen. Ein Felsen, den ein sehr, sehr berühmter Künstler einmal im Jahr 1979 gebaut hat, der aussieht wie alle anderen Felsen in der Mojave-Wüste. Und diesen Fake-Felsen hat er dann in die Wüste gestellt. Und er ist nicht zu erkennen von den anderen Felsen, die dort stehen. Steht er da noch? Er steht dort noch. Man weiß nur nicht wo, das hat man nicht rausgefunden. Und ich muss auch ehrlich sagen, wahrscheinlich weiß der Mensch selber nicht mehr, wo er ihn hingestellt hat. Aber dieser Mensch ist Ed Rocher. Und Ed Rocher hat in einem anderen Künstler, und zwar Pierre Bismuth, etwas ausgelöst, was man ausschließlich als Obsession bezeichnen kann. Ich weiß nicht, ob der Name Bismuth dir was sagt. Auf jeden Fall hat der zu The Eternal Sunshine of the Spotless Mind mit Michel Gondry das Drehbuch geschrieben und damals auch den Oscar gewonnen. Und genau zu dieser Zeit hat er eben von dieser Rocky 2 Geschichte gehört und dachte sich faszinierend. Denn ist es eigentlich ein Kunstwerk, wenn man ein Kunstwerk nicht als Kunstwerk erkennt? Mhm. Und das Zweite ist, Ed Rocher hat nie darüber gesprochen, dass er das gemacht hat. Woraus ergibt sich die zweite Frage, ist es eigentlich ein Kunstwerk, wenn niemand weiß, dass es existiert? Okay. Deep, ich weiß, ja, deep. Auf jeden Fall denkt sich Pierre Bismuth so, oh verdammt, ich muss dem nachgehen, und fängt an zu recherchieren und filmt sich dabei dokumentarisch selber und merkt aber irgendwann, die Art und Weise, wie er recherchiert als Künstler über einen Künstler, ist vielleicht nicht unbedingt die einzige Art, wie man das machen kann. Das heißt, er engagiert einen hartgesottenen amerikanischen Detektiv, okay, der das auf seine Art und Weise macht. Und diesen Mann dokumentiert er wiederum auch in, ja, seiner Art und Weise, woraus hin sich also sehr schöne Sachen entspinnen, wie zum Beispiel Interviews mit den ganzen Freunden und Kunsthändlern von Ed Rocher, die der Detektiv macht, in seiner Art, wie er es als Detektiv macht. Es sieht aber aus wie so typische Talking-Head-Dokumentarfilm-Geschichten. Und weil das nicht reicht zum Mindfuck, denkt sich Pierre Bismuth irgendwann, ich könnte auch noch zwei Drehbuchautoren engagieren, und holt sich zwei sehr bekannte Hollywood-Drehbuchautoren, packt die zusammen und erzählt denen, was bis jetzt geschehen ist. Und die sollen daraus eine fiktionale Geschichte machen. Mhm. Und weil das auch noch nicht reicht, wird diese fiktionale Geschichte dann in dem Film zum Teil auch noch in verfilmter Art und Weise hineingepackt. Okay. Das, was sie sich da ausgedacht haben. Es gibt einen Fake-Trailer und es gibt Ausschnitte aus dem Film. Das klingt ganz großartig. Das ist hervorragend großartig. Es ist sehr, sehr mindfuckig. Aber es ist eine wunderschöne Art und Weise, sich zu diesem Thema zu nähern. Und an der Stelle muss man auch sagen, das ist nicht nur ein Film, es ist tatsächlich auch ein Kunstwerk. Denn im Endeffekt geht es darum, vier verschiedene Wege zu haben, um sich der Wahrheit oder einem Kunstwerk zu nähern, was keiner mehr findet. Von dem man gar nicht weiß, ob es ein Kunstwerk ist. Aha, ah. Oh, du bist so clever. Deep. Du bist so, das ist deep, ich weiß. Wir machen es ein bisschen lustig, aber ich muss sagen, ich hatte unglaublichen Spaß in diesem Film. Der ist so abgefahren und auf der einen Seite so doof, auf der anderen Seite so clever und intelligent und wunderbar gemacht, dass man wirklich in jeder Sekunde mit diesem Film unglaublich viel Spaß hat. Und das Gute ist, er kommt demnächst ins deutsche Kino, was mich sehr überrascht, aber er kommt ins Kino. Schön, dann schaue ich mir den an, glaube ich. Was wahrscheinlich nicht ins Kino kommt, ist der Film, den ich gesehen habe, oder den wir gesehen haben, der aber auch unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ja. Und zwar der koreanische Katastrophenthriller Theo Neo. Du schaffst es. Theo Neol. Genau. Es geht um einen Mann, der in einen Tunnel fährt, und dieser Tunnel bricht zusammen. Und der Mann überlebt das aber in seinem Auto und muss nun gerettet werden. Das Problem ist, man weiß nicht ganz genau, wo er ist. Und das zweite Problem ist, sie wissen auch nicht genau, wie sie ihn retten sollen. Und deswegen machen sich jetzt Katastrophenkräfte an die Arbeit. Sie können Kontakt mit ihm aufnehmen, weil er noch einen fast voll aufgeladenen Handy-Akku hat. Er hat einen Handy-Akku, er hat sozusagen zwei kleine Flaschen Wasser, genau, und er hat einen Geburtstagskuchen aus Sahne dabei. Für seine Tochter. Aber da ist immerhin ein bisschen Obst drauf auf dem Kuchen. Na ja. Und sie sagen ihm, er soll sich das einteilen, und sie sagen ihm am Anfang, es dauert ungefähr eine Woche, bis er gerettet wird. Und aber wir sind in Korea, wir sind in einem koreanischen Thriller, da weiß man schon am Anfang, nein, das dauert keine Woche, das dauert viel, viel länger. Und so verschleppen sich diese Rettungsaktionen immer mehr, und es kommt zu
Einmischungen von Politikern, es kommt zu politischem und öffentlichen Druck, erst große Anteilnahme an dem Schicksal dieses einen Mannes und dann irgendwann so zu dieser Haltung, Gott, ist einer im Tunnel. Was soll das? Problem sein. Problem ist, daneben ist noch ein Tunnel, der soll fertig gemacht werden und dann kann man in nur 40 Minuten nach Seoul fahren und irgendwann kippt sozusagen die Empathielage gegen ihn und für den anderen Tunnel, der noch gesprengt werden muss, was ihn wahrscheinlich, wenn er denn überhaupt noch lebt, umbringen würde. Und da entscheidet sich die koreanische Öffentlichkeit dann irgendwann doch eher für diesen Tunnel. Das ist hart. Aber also wie immer eigentlich in solchen Filmen, die aus Korea kommen, immer eine sehr interessante Abwägung zwischen Einzelschicksalen und humanistischer Haltung, die immer und immer wieder korrumpiert wird von Korruption. Denn da muss man auch dazu sagen, dieser Tunnel ist ja eingestürzt, weil da massive Mängel im Bau stattgefunden haben, weil man sich einfach nicht dran gehalten hat und lieber Geld sozusagen zur Seite geschafft hat. Und dann geht es eben auch vor allem darum, wer ist schuld? Und diese Schuld wird nicht der Baufirma zugeschrieben oder den Politikern oder irgendwem, sondern irgendwann hat dann die Frau des Mannes Schuld, dass ihr Mann da im Tunnel steckt und sie ihn gerettet haben möchte. Und auf sie wird unglaublicher Druck ausgeübt und sie soll praktisch entscheiden, ob jetzt der andere Tunnel weitergebaut wird. Und das ist eine Situation, die unerträglich ist. Also ein Film, der zwar eine super einfache Prämisse hat, Mann im Tunnel verschüttet, andere Filme, amerikanische Filme, würden jetzt zeigen, wie der heroisch halt ausgebuddelt wird und am Ende kommt er raus und alles cool. Dieser Film geht sehr oft von dem Mann weg, der ist eigentlich sozusagen nur der MacGuffin oder das Vehikel, um sich anzuschauen, wie die koreanische Gesellschaft so drauf ist. Und da kann man nur sagen, gruselig, wirklich gruselig. Und wie solche Einzelschicksale dort gehandhabt werden, im Gegensatz sozusagen zum großen Ganzen. Ne? Und wie Machtverhältnisse dort eben strukturiert sind, wer denn die Macht hat und wie lange. Und wer im Endeffekt eigentlich egal ist. Und zwar, also da ist der Verlierer ist halt immer das Individuum. Ja. Und es zeigt halt auch, was für ein Potenzial Katastrophen-Thriller an sich heutzutage noch haben. Während ich habe letztes Jahr diesen schlimmen norwegischen The Wave gesehen, in dem es nur um irgendwelche Effekte ging und nur darum ging, wie eine Flutwelle möglichst viel Schaden anrichtet und so ein bisschen Pseudo-Umweltschutz eingewebt wurde. Aber da haben die Koreaner das viel, viel besser gemacht. Ja, genau. Und wir hatten in Cannes ja eben erst einen Film, Train to Busan, wo es eigentlich, also da ging es um Zombies in einem Zug, was jetzt auch erstmal ein bisschen albern klingt, aber auch da ist es eigentlich dieses gesamte filmische Konstrukt wird dann eben wieder auf diese gesellschaftliche Struktur heruntergebrochen, die sehr, sehr kritisch damit umgeht, wie in Korea sozusagen Einzelschicksale und Gesamt, sozusagen der Wunsch der gesamten Masse gegeneinander stehen und wie das Ganze verhandelt wird. So, aber wir sind jetzt in mehrerer Hinsicht, glaube ich, durch mit Locarno. Und mit uns selbst. Wir fahren jetzt nach Hause und schlafen eine Woche oder so. Und dann geht es weiter. In ein paar Wochen sehen wir uns schon wieder beim Filmfest Venedig. Und es war sehr schön, dass ihr hier zugeschaut habt. Und wir hoffen, dass wir uns in Italien wiedersehen. Und vielen Dank nochmal, Sonja. Es war mir ein persönliches Vergnügen. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. War in Ordnung. Ja. Kann man machen. Mache ich vielleicht wieder. Garantiert. Bis dann. Tschüss.